Wofür steht Innovar? Es steht dafür, dass der Wandel, in dem wir stehen, in dieser Gesellschaft gestaltet wird. Er steht dafür, dass eine wachsende Mehrheit, die aus dem Erwerbsleben geht, sich nicht fundiert darüber, wie es in dieser Gesellschaft weitergeht. Und ich glaube, das ist die andere Seite dieser Klinge, dieser zweischneidigen Klinge. Den die Jungen vor den Alten noch abgeschworen haben, vermutlich. Es gibt die partnerschaftliche, die freundschaftliche, die spirituelle und die karitative Liebe, alles außerordentlich wichtige und großartige Formen der Liebe, die man auch zusätzlich zur erotisch-sexuellen Liebe oder anstelle von ihr entdecken kann, wenn man älter wird. Aber lassen wir auch dieses Thema. Die Tagung wird also im Herbst 2010 stattfinden an der Universität Zürich-Uerso. Regionale Innovationsnetzwerke gestalten gemeinsam. Das ist sehr wichtig und da suchen wir auch weitere aktive Hilfe. Damit wird Innovation reicher und vielfältiger und namensgehörig schweizerischer. Herzlichen Dank, Innovation Sommer, Madame Bolognini. Ich glaube, niemand von uns hat es gekannt. Ich komme langsam auch in das Alter und freue mich schon, was ich dann tue, wenn ich da vom Theater auf das Altenheim befördert werde. Ich hoffe sehr, dass wir euch wieder mal sehen. Ihr seht, wie wir funktionieren. Ruft uns an, wenn ihr uns engagieren wollt, würden wir uns freuen. Euch jedenfalls toi toi toi, weiterhin viele Visionen, viel Freude. Viel Erfolg und mit den Worten von Peter Gross, denke ich, haben wir alle eine wunderbare goldene Zeit vor uns. Ich wünsche euch ein gutes Bon Voyage et au revoir.